wild. Wolltest du das nicht ändern? Ja, ich hab's aber vergessen und dann hab ich's halt jetzt gelassen. Jeder Bewegung ist ein bisschen schwierig heute. Irgendwie. Es sind immer diese Tage mit diesem vom Arzt kommen. Kennst du es ja bei mir. Nächsten Mittwoch wieder. Wenn's besser wird, wenn's nicht besser wird, so schnell wie möglich. Ich ändere jetzt die Uhrzeiten, was die Tablettenannahme angeht, ein bisschen anpassen. Damit ich nicht um 6 in der Früh aufstehen muss extra dafür, obwohl ich ja eh aufstehe und schiffe, aber mit den Tabletten, dem Spray, dem Spray, da ist es immer so ein Ritual schon. Da muss ich erstmal 20 Minuten wach bleiben, das Ganze zu vollziehen. Nervt halt dann. Gino weiß Bescheid, danke dir. Ist fehlt irgendwie bei diesem Substanding, dass ich mir auch die aktuelle Rundenzeit, also die, ne, die Zeit, wie sie gerade läuft, anzeigen kann. Ich sehe die immer nur vom Delta, das reicht mir. Ob ich besser oder schlechter bin, keine Ahnung von was. Ich habe eh nur noch das relativ eingeblendet aktuell. Und andere müssen wir noch alles einstellen. .456, okay. Cool. Nee, cut, okay. Zu schnell in der Kurve. Voll übersteuert. Dad. Was ist denn das? Das geht da oben zu dauernd. Ja, das habe ich auch. Die sagt, die Kirmes, sag ich doch. Nee. Ach. Das ist bei der Kirmes. Was ist denn das denn? Dad. Viel Pressure. Wenn das Fahrgeschäft losfährt. Dad. Für mich ist das ja ein Zellentrakt. Genau. Der auf den geht. Ja. Die ist die Kirmes. Das kann sich mal unterscheiden hier, die Menschheit hier. Was? Ja. Mein Dave hat mir auch mal gesagt, was das ist, aber ich hab's vergessen. Da muss ja irgendeine Zufuhr von irgendwas sein oder so. Weiß nicht. Ob sowas gibt, ein Diffus oder so ein Scheiß oder sowas. Keine Ahnung. Dad. Irgend so eine Bremsklappe, Belüftungsklappe, was auf oder zu geht oder so irgendwas? Keine Ahnung. Nicht. Haben bei dem G3. Ich hab da irgendwie so ein Differential oder sowas, keine Ahnung. Okay. Sector 1 is 0.41 off the base.
verliert er so viel Zeit. Krass, krass. So. Bleib so stehen hier. Aber Technik muss noch fahren, das hat also nicht gereicht. Die Stundenanzahl des Trainings, das Gehirn, die Körper, das geht nicht. Ich muss noch fahren. Echt? Ja, na klar. Ich muss noch. Ja, unter 8 Stunden am Tag. Du, das ist 8 Stunden Schicht Training, fahren muss sein. Oder? Klar! Ja, ich drehe jetzt auch noch 2-3 Runden, aber heute übertreibe ich nicht. Dafür war heute der Tag zu anstrengend und morgen wird der Tag auch anstrengend. Schade, dass sie nicht noch mehr DLCs reinbringen für das Assetto Corsa. Brauchen sie nicht. Es gibt ja so viele Mods, aber das ist ja dann vielleicht besser in den Autos, aber ich glaube, dass sie es besser machen als einige Modder. Im zweiten Gang so eng fährst du die Kurve, Alter. Quatsch, nein. Guckst du mir zu, oder was? Ich muss mich an das Auto gewöhnen und ich schaue im BMW zu, es muss Xenton sein, nicht dir. So. Was soll ich denn dir zuschauen, wenn Xenton da ist? Was wie abgehoben bist du denn? Ja, ich sehe es halt, ich weiß es nicht. Ich war nur gerade im zweiten Gang und habe verkackt. Ach so, oh ja, da habe ich dich erwischt. Ich bin am Pinkel, dann fahren wir noch ein paar Runden hier. Dann fahr ich dich in den Feierabend. Ja. Boah. Boah, nicht von dieser Welt hin. Boah, krass. Oh Gott. Boah. Ich habe normalerweise technisch die einen starken Tabletten um 18 Uhr genommen und die anderen um 22 Uhr. Ich mache es jetzt anders. Ich nehme die einen starken um 22 Uhr und die anderen starken um 23 Uhr. Mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Damit ich halt nicht in der Früh um 6 extra noch da nur wegen Tabletten um extra aufstehen muss. Weißt du? Dann nehme ich jetzt lieber so um 10 in der Früh und nehme es 10 Uhr abends. Mal. So zwischen 10 und 11 halt. Ja, so lang werde ich auch nicht mehr machen. Echt. Dafür bin ich einfach zu schwach. Weiß auch nicht so schlimm ist. Habe ich schon zu oft von dir gehört.
Und ich hab's doch jedes Mal eingehalten. Ich werd morgens wach und dann bist du immer noch mit dem Jens am Diskutieren und am Philosophieren. Ja, genieße ich immer. Genieße ich immer mit Jens. Sollst du ja auch. Ist ja leider nicht da. Leider nicht da. Der Jensy Boy. Langsam verliere ich die Lust. Achso, es kann sein, dass ich morgen im Proberaum bin. Ui. Und dann ist nichts mit Racing. Okay, ja, dann musst du gescheit machen. Nein, schwitzend. Und will da mit diesem Zentra da, hat er da gemacht. So, Technik. Im Proberaum sagst du? Nee. Ja. Kennst du doch. Proberaum? Ist nicht warm, spielt danach noch ein bisschen Racing, sagst du? Oh, nee. Ja. Weiß es noch nicht. Da wieder hinkommen, ey. Na, wo ist denn mein... Okay, warte, ich hab noch... kurz was holen. Zum Einnehmen. Uhrzeit. Erst 21.07 oder was? Krass. Bin doch voll früh. Der Technik, wenn du jetzt schlafen gehst, bist du um 4 Uhr wach wieder. Und dann bin ich leider nicht mehr wach zum Fahren.
ist denn das eigentlich, wenn ich hier das Licht da anmache? Wie ist denn das eigentlich für den Stream? Dass es so dezent das Licht unter der Theke ist. Hört mich das? Ne, hier deckt man doch nicht. Mal, ja. Ja, mal gespannt. Ja, wie jetzt? Einfach spontan. Was denn jetzt? Kamera. Ja, soll ich Licht von hinten und von vorne? Nice. So. Okay. Was fahre ich denn hier überhaupt? Immer noch den. Du stehst auch Techni oder was in der Box? Du fährst? Ja. Okay. Ich mein, das der. Ach, wir wollen fahren? Okay, dann fahren wir. Machen wir das. Schön. Dann wechsle ich nicht mehr hier. Dann fahren wir einfach. Ja, einmal noch. Dann. Marcel aus Wuppertal, ich grüße Sie. Was geht bei Ihnen? Uns geht Racing. Kurz Lautstärke ändern. Kurz, ich muss kurz stehen bleiben. Sekunde. Zonenpassung. Ja, leider mir so eine beschissene Lungenentzündung zugezogen. Und Racing Tag für Tag. Bist du auch ein Racer? Was ich krass finde. Weil durch diesen Halter hier ist ja die Wheelbase verbunden mit den Pedalen auch. Und wenn ich über den Curb fahre, wir verlieren auch die Pedalen. Also so stark ist es, geht bis runter. Das ist bis in die Zieh. So eine Vibrationsdecke oder sowas wäre. Total witzig. Ja. Aber nicht bei jedem Curb. Hier, ja. Je nachdem. Möchtest du denn, bevor du gehst, mir das Setup mit dem von Porsche nochmal sharen, das neue? Dass ich das mal probieren kann nachher? Ich glaube, das ist nicht sehr viel besser geworden. Kann ich machen, klar, aber. Ja, weil du eine ganze Sekunde rausgeholt hast. Gut, ich habe mein Setup nichts verändert. Das war einfach nur die Fahrweise dann. Ja. Boah, sorry. Fast schief gegangen. Macht ja nichts, wir üben dir das jetzt. Ich bewusst immer dritten, damit man noch besser wieder rausbeschleunigen kann. Ich weiß nicht genau. Aber ich verliere immer eine Sekunde. Zu meiner Bestzeit. Immer. Und hier auch nochmal. Ach so, okay, ich habe vierten anstatt dritten. Alles klar. Verstehe. Und sonst, Marcel? Bist du auch ein Racer oder eher weniger? Das hatte ich schon mal gefragt, oder? Vor 3 Minuten? Ja. Stimmt, okay.
Ja, dann. Nochmal. Boah! Huiuiuiuiui. Ich bin auf den Curb gekommen, der hat mich gegen die Wand ein bisschen gerammt. Ich wollte mal so eng wie möglich fahren. Ich habe überlegt, den zweiten zu gehen auch, weil das Center macht es total heftig, aber. Bist du? Is a car approaching? Sagt er mir. Approaching! Ich hab ihn heute irgendwie gar nicht aktiv. Hat dort Urlaub. Ich hab ihn an. Damit ich immer dran erinnert werde, wer ich eigentlich wirklich bin. Ja. Welche Rolle ich hier spiele. Bin Gino. Sag ja, RP. Und sonst bei dir, Marcel? Was spielst du noch für schöne Spiele? Wir sind ja im Racen. Ich sehe schon wieder vorbei, Technik. Ja, senkst du dich hin auf. Findest du denn mal witzig? Feierabend gemacht, Sandy? Ich bin willkommen. So, Aufwärmrunde geschafft. Erstmal, dass ich Minus habe bei diesem mit der Kurve. Jetzt habe ich über halbe Sekunde verloren. Okay, ist wieder 0,2 plus. Weiß nicht genau. Bist denn du, Techni? Ja. Ich war mal langsamer hier. Kommst du? Ich hab meinen heißen Reifen eingefangen. Ui. Besser als ein heißes Eisen. Feuer. Aber das ist doch gut, oder? Eigentlich schon, ja. Das hat keinen Sinn mehr. Wieder mir eben? Ich bin raus. Ja, ich. Das ist eigentlich nicht genug. Das hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Nee, ja, ich hab doch meine Bestzeit heute gefahren. Ja. Ich also auch. Alles gut. Ich auch. Mich verbessert. Spaß noch, viel Erfolg. Ja, ich sind jetzt eh alle weg. Ich huste jetzt noch ein bisschen einsam meine Runden hier. Ich huste jetzt noch einsam deine Runden. Ich cruise. Noch einsam meine Runden hier. Wir lesen, hören. Ja.
Dann angenehmen Abend. Bis gleich. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss. Ja, je nachdem, mache ich bis 10 oder 11, ich weiß nicht genau. Bin schon ziemlich müde, Augen brennen. Ich kann halt nicht wirklich was lesen, mich darauf konzentrieren. Aber so geht's. Bisschen fahren noch. Könnte ich auch schon 9:30 die Tabletten nehmen. Muss auf jeden Fall noch wach bleiben, damit ich gewisse Tabletten nehmen kann. Ich versuche auch das ein bisschen umzusetzen. Ich weiß nicht, ob Katie mich hört mit diesem Bremsen-Ding, aber ich weiß nicht genau, bei welcher Kurve ich es am besten machen kann. Aber bei der ging das halt nicht. Ich probiere halt immer so ein bisschen langsam die Bremse loszulassen. Aber der geht's ja auch hier bei der. Oh, smart, das wäre mal wieder lecker. Lang nicht mehr gegessen. Aber ich glaube, die schmecken jetzt mit dem Erwachsenenalter ziemlich künstlich. Ich habe die früher gefeiert. Was habe ich hier getan? It's just a scratch. Ignore it. So. Ja. Jetzt sind wir hier, wa? Jetzt sind wir hier.
So, was schauen wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hey, wo ist denn das mit diesen Dingen? Später erst gemacht. Wer sind die denn? Den 22er. Ja. Hier, schauen wir mal, wenn wir aber mal gucken, was das, wie das hier so ist bei dem da. Neueste ist der Content Manager. Der ist da, okay. Was sind wir denn jetzt gefahren? Machen wir den McLaren? Der war standardmäßig okay, oder? Ja. Okay. Okay. Oh, dann teste ich ja noch ein paar Sachen. Dann teste ich halt noch ein paar Sachen im Singleplayer. Vor ein paar Minuten. Bin gespannt hier. Ganz anders an das Auto. Muss ich ihn hier bremsen? Krass. Ist wild gemacht, hä? Gut, ist echt gut, guck mal, hätte ich nicht gedacht. Irgendwie muss ich ja mein Wunder zum Wachsen bringen. Schön, ey, krass, oder? Sieht voll schön aus.
Ist auch wirklich gut gemacht für GT3 hier bis jetzt die Strecke. Hey, anders wild, ohne Scheiß. Von den Grafiken hier. Ist das eine Pfütze, was höre ich denn? Also ich finde das ultra schön. Ja. Geht auch ultra klar bei GT3. Heftig. Was haben wir denn hier für Runde? Das sind ja auch ewig die Runden, oder? Hier? 206, okay. Ultra. Ich bin ja in F22 alle gefahren. Aber ich kann ja auch viele nicht, kenne viele nicht. Wahnsinn. Besonders hier die Haftung hier gefällt mir gut mit dem Heckflügel. Sehr schön. Auch schön zum Anbremsen, lange Geraden. Heftige Kurven. Okay. Das ist Ferrari Motordruck, wie das heißt.
Passt im Bremspunkt. Hey, sehr schön. Weiß nicht, ob der erste gut ist, aber egal. Mir vor, dass ich so tief sitzen würde, aber ist die Strecke so hoch oder was? Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Downforce habe, aber ich habe ja wirklich den Heckflügel so tief, also so viel drauf gegeben. Krass, Mann, es werden noch geile Zeiten in der Santa Corsa. Wir haben super Strecken noch. Leider auch hier verpasst im Bremspunkt, aber egal. Wieder anders stresst hier. Lieber nicht berühren den Körper hier. Ja, man, bin wieder gepusht. Bist du die schon gefahren, Quad? Ich finde es sau strong. Was habe ich geschafft? Ich habe einen geschafft, 5 Runden zu fahren, ohne dass ich Schaden genommen habe. Okay, gleich aus. Schön. Schön. Geil, Mann. Also. Kannst du dir nicht vorstellen. Krass. Einsame Spitze. Heftig, Mann. Also, wenn das jetzt auch noch so krass ist.
Sie haben sich ja extra Mühe gegeben, Herr. Jo, die Fans oder was? Na klar! Na klar! Lol. Ach du Scheiße. Gab es das schon immer oder haben die das konvertiert? Weil es sieht von der Grafik anders aus. Overtakes the future. Das kommt noch, okay, scheiße. Jetzt kommt's. Yo! Ob das für GT3 gemacht ist? Also, ich finde, GT3 kann irgendwie alles fahren, keine Ahnung. Die Curbs sind aber krass. Darfst du ja nicht mitnehmen. Nur diese langen Geraden, das sind ja gar nicht so lang, es geht da eigentlich. Nein! Oh, fuck! Ich bin gerade voll gehypt hier, voll begeistert.
Ich habe ich gecheckt, dass die erste Kurve eine Linkskurve da ist. Ich wusste nie, ich habe es nicht so gesehen. Gino, ja, da passt schon auf. Der Gino ist ein ganz wilder, sag ich dir. Jetzt stresst den armen Gino nicht, der ist ein ganz cooler. Wow, wow, wow. Okay, okay. So viel Grip haben wir auch nicht. So viel Grip haben wir jetzt auch nicht. Naja, bin weggerutscht. Was soll ich machen? Ich habe jetzt hinter mir das Licht angemacht. Das ist direkt hinter mir. In der Küchentheke. Und so kannst du die ganze Nacht sein fast. Also ich habe kein DRS-Dings da.
Ich habe das nie aktiviert, glaube ich. Hat mich da nicht mehr drum gekümmert. Hey Pupsi, grüß dich. Wo haben Sie gesteckt, mein Freund? Lang nichts mehr von Ihnen gehört. Hab Sie vermisst? Right now I'm testing a couple tracks in single player, but you can join the GAG server, but you have to download a couple mods. It's a mixed server. 10 GT3 cars, 3 Formula cars and 4 LMP cars. We're testing a couple tracks and cars. Wieder zu Hause, okay. Im Real Life unterwegs gewesen. Krass, so lange? Alter, heftig. Heftig, heftig, heftig. I send you a link. Also Download. So lang. Ich habe immer noch nicht gespeichert, der Link, Alter. Hier, Tracks and Cars. Das glaube ich dir, Pups, das glaube ich dir. Ich habe mir wieder eine Lungenentzündung eingezogen und bin vor 4-5 Wochen auf die Idee gekommen zu racen. Wir haben einen eigenen Racing-Server. Look for Gags. Ja. Gags AC Server. Gags TV Gags. You can find it under that the name here. This one. Bin vor ein paar Wochen auf die Idee gekommen, ein bisschen zu racen hier. Das geht halt gar nicht, aber ich nehme aktuell 12 Tabletten. Und ich habe ziemlich starke Krämpfe und jeder Krampf könnte der letzte sein, der mich überhaupt was machen lässt. Und deswegen habe ich jetzt 5 Jahre darauf verzichtet und gehe jetzt einfach meiner Leidenschaft nach. Das ist ultra schmerzhaft und ultra schwer, weil ich immer alle paar Kurven mal mit der großen Zehe, mit der Ferse mal mit linken und rechtem Fuß lenken muss. Das ist alles nicht so einfach. Es gibt auch einen Clip, wo ich auch leider nicht muten und die Kamera nicht ausschalten konnte, weil ich einfach so einen krassen Krampf bekommen habe. Und die kommen immer wieder. Dann vor über einer Woche Lungenentzündung mir noch eingefangen, wo ich auch noch krass gehustet habe. Ich nehme ziemlich viele Tabletten. For this track, you don't have to load the track pack. You have to load the cars pack and Hungaroring, then you can join. Track pack is around 7 GB.
Ja, und jetzt habe ich dann, Pupsi, meine alten Lenkräder alle verkauft, die ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe. Das G27, das T300, das TX, das Driving Force GT, das alte Fnatic. 20 Stunden Dachboden und Keller alles rumgesucht. Mir ziemlich weh getan dabei. 60 Stunden eBay und dann habe ich jetzt ein anderes mir geholt.